Europa vor Beginn des modernen Massentourismus. Grandiose Sprecher schildern Reisen von Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe, Franz Grillparzer und vielen anderen. Das Hörbuch ist erschienen bei Audiobuch. Die Sprecher Till Hagen, Martin Kautz, Detlef Bierstedt und Richard Warenberg sprechen über das neue Hörbuch Große Schreiber und das Reisen damals und heute. Die historischen Reiseberichte gewähren einen spannenden Blick auf Länder und Regionen, so wie sie einmal waren. Was, glauben Sie, macht den besonderen Reiz eines solchen Reiseberichts aus? Die Schönheit der Sprache zumindest, also so ist es mir jedenfalls gegangen als Hörbuchinterpret. Die Sprache ist bildhaft, intelligent, witzig. Ich glaube, es ist einfach die persönliche Erfahrung, die rüberkommt. Die Grillparzer eben beschreibt, die er in dieser Zeit, wo er gelebt hat, erlebt hat. Mit den verschiedenen Eindrücken, die Leute, die er getroffen hat. Also wenn Stefan Zweig in Oxford ist und das in den Semesterferien erlebt, dann erlebt er die Stadt, die Architektur, die ganz unterschiedliche Architektur, die dann doch ganz majestätisch dasteht. Und das kann er so beschreiben. Das steht so in keinem Reiseführer. Hätten Sie Lust, mit den Autoren in Ihrer Zeit zu verreisen? Oder bleiben Sie lieber beim komfortablen Reisen, das heute möglich ist? Also komfortabel sind die, glaube ich, damals schon gereist. Ich denke schon, dass die durchaus auch ihren Luxus hatten. Ich würde auf jeden Fall dann so eine historische, luxuriöse Reise, aber in den historischen Zeiten, das würde ich schon mal, würde mich sehr neugierig machen. Ich glaube, mit Stefan Zweig dahin zu reisen, wäre mir etwas umständlich. Das geht heute leichter, einfacher. Aber so ein bisschen was davon, von diesem Spüren, auch was für Distanzen man zurücklegt, das reizt mich schon. Mit welchem Autor würden Sie gerne mal verreisen? Ich glaube, da wäre mir Koppe wahrscheinlich lieber, weil er auch ein bisschen mehr Bodenständigkeit, wobei Goethe sicher bei seinen Reiseberichten auch bodenständig war und dem Alkohol zugeneigt war, aber mir wäre jetzt erstmal Goethe ein bisschen suspektvoll, weil zu intelligent und zu klug und zu kopflastig, während der, glaube ich, noch ein bisschen bodenständiger ist. Lustigerweise, ich bin großer Jack Kerouac-Fan. Der begleitet mich schon relativ lange und es gab natürlich so eine Phase, wo ich so versucht habe, alles von dem zu lesen und diese Beatniks und so. Und mit dem wäre ich gerne mal unterwegs. Vielleicht nicht ganz so exzessiv drogenmäßig mit ihm unterwegs, aber so mal so eine Runde mit ihm durch Amerika trampen, durch das Amerika, sagen wir mal, von vor 50 Jahren, das hätte mich schon gereizt. Hören Sie auf Reisen manchmal Hörbücher? Also wenn, dann bin ich der Radio-Fan, Musik nicht unbedingt, es läuft im Radio ja zwangsläufig immer zwischen den Berichten, aber ich bin auch kaum ein Hörbuchhörer, ich lese lieber selbst. Also meine Frau und ich lieben das, unterwegs dann zum Beispiel Krimis zu hören. Es hat auch schon den Fall gegeben, dass wir sowas gehört haben und dann zu Hause nicht ausgestiegen sind, sondern erst mal so ein Kapitel zu Ende gehört haben, bevor wir dann den Motor ausmachten. Europareise. Historische Berichte vorgelesen von grandiosen Sprechern. Erschienen bei Audiobuch.